Hallo Leute, weiter geht's bei Resident Evil 7. Wir haben ein Problem. Beide Mädels brauchen eine Heilung. Wir haben aber nur ein Serum. Mia ist unsere Frau. Aber sie hat uns auch angegriffen und tödlich verletzt. Zugegeben. Es war nicht ihre Schuld. Sie war besessen oder auf jeden Fall... Ja, war es nicht ihre Entscheidung. Andererseits, Zoe... Sie scheint schon lange in diesem Albtraum hier gefangen zu sein. Außerdem hat sie uns geholfen, wo sie uns nicht mal kannte. Sie ist ein guter Mensch. Echt eine schwere Entscheidung. Aber Leute, ich glaube, wir müssen uns für Mia entscheiden. Zoe, es tut mir leid. Mia heilen. Ist okay. Ich war dumm zu denken, ich könnte fliehen. Aber Zoe, geht! Geht schon, ihr beiden! Komm mit uns. Es gibt sicher jemanden, der helfen kann. Hier ist mein Zuhause. Offenbar gehöre ich hierhin. Es tut mir leid, Zoe. Ich werde Hilfe schicken. Brauchst du nicht. Es wird niemand zum Helfen mehr hier sein. Es tut mir leid, Zoe. Bitte verzeih mir. Und danke für alles. Scheiße. Das war eine unschöne Entscheidung, Spiel. Können wir jetzt endgültig entkommen? Mia, sag was. Ich bin auch traurig. Ethan? Vielen Dank. Wen hätte ich denn sonst wählen sollen? Mia, ich weiß, du hast viel durchgemacht. Wir müssen reden. Du hattest was damit zu tun, nicht wahr? Sieh doch, ich will nur die Wahrheit wissen. Ethan, ich erinnere mich wirklich nicht. Versuch's. Wow, ein Schiff! Ist das das Boot? Wie ist das nur hierher gelangt? Du bist in Ordnung. Was zur Hölle war das? Gute Frage. Oh, da! Zum Teufel! Was ist das? Was ist das? What the fuck? Was ist los? Shit! Haben wir sie jetzt schon wieder verloren? Oh Gott, ich habe eine böse Vermutung. Mami. Ja. Was? Ich steuere jetzt Mia? Oh, Scheiße. Wo ist Ethan? Scheiße, wo ist Ethan? Wie? Ethan? Soll die Trophäe? Fang besser an zu laufen. Shit. Ich habe eine seltsame Flasche, die sie in ihrer Tasche fanden, als sie im Baker-Anwesen aufwachten. Scheint wichtig zu sein. Was? Untersuchen. E-001. Moment mal. Kurz nachdem wir Mia verloren haben, haben wir einen Zettel gefunden mit genau dieser Aufschrift. Ist das vielleicht dieser, ich sag mal, Erreger oder ich weiß es auch nicht? Und wo ist jetzt Ethan? Und... Oh, Zoe, es tut mir leid. Oh, werde ich mich dann mal informieren, was es mit Zoe auf sich gehabt hätte. Auf jeden Fall bis hierhin spielen... Ne, ich weiß nicht, aber mal sehen. Kann sich Mia irgendwie schützen? Ja, aber sie kann nicht angreifen.
Ach ja, vorhin als dieses Vieh aus dem Wasser kam, da dachte ich habe eine böse Vermutung. Lucas müsste doch auch noch irgendwo hier sein. Oder? Das will mir nicht gefallen. Dass Mia keine Heilung und keine Waffen hat. Ethan! Ethan? Ethan! Ah! Oh, was? Ethan! Ethan! Oh, was? Oh, was? Verdammt nochmal! Was ist denn hier los? Ist hier unten was, ne? Scheiße, Ethan! Dreh mal, Mia. Sehr gut. Oh Gott, ich habe Angst. Oh Gott, was fällt da runter? Na gut, sie hat immerhin eine Taschenlampe. Wo sind wir hier zum Teufel? Ja, in einem Schiffswrack, ist mir auch klar, aber... What the fuck? Angst? Was ist mit Ethan passiert? Und was wird aus der armen Zoe? Wir haben ihr viel zu verdanken. Scheiße. Hier kommen wir nicht durch, oder? Nee. Sie sagt auch nichts dazu. Oh Gott. Ja, ich bin gerade ein bisschen still. Was? War das gerade ein Flashback? Was war das? War Mia schon mal hier? Vermutlich. Ihr fehlen ja gewisse Informationen in ihrem Gedächtnis. Es bleiben also ein paar Fragen offen. Ich habe noch sehr viele davon. Was hat Mia mit der ganzen Sache hier zu tun? Was ist mit den Bakers los? Was hat es mit diesem schwarzen Glipperzeug auf sich? Wo ist Lucas? Und da war doch noch von einem anderen Mädchen die Rede. Aber ich habe den Namen vergessen. Okay. Was habt ihr mit Ethan gemacht? Ethan hat eine Menge Scheiß erlebt, versteht ihr? Oh, was? Oh, was? Ach du Scheiße. So viele tote Menschen. Ach du Kacke, was ist hier nur passiert? Mit diesem schwarzen Gedöns hier. Waren eigentlich diese schwarzen Wesen, beziehungsweise diese Glipper-Wesen, auch Menschen? Oder war das wirklich nur komplettes Geschlodder? Ich weiß es nicht. Ich denke, es war nur schwarzes Geschlodder. Ich habe immer das Gefühl, dass ich verfolgt werde. Großer Raum. Kann ich hier drehen? Was ist denn hier? Ist nichts drin. Da könnte ich runter. Hier könnte ich was aufschreiben. Das nochmal. Ist die Tür zu? Bestimmt. Ja, die Tür scheint zu sein. Aber hier gibt's auch nichts für uns. Versteht ihr? Was? Tot. Sind alle tot. Das ist der Maschinenraum. Wovon zum Teufel redest du? Sie hat sie alle umgebracht. Oh, Mist. Was zur Hölle passiert hier? Wir brauchen Waffen. Gibt's hier irgendwelche Waffen auf dem Schiff? Ich weiß nicht. Komm, wir gehen hier lang. Vielleicht kommen wir hier raus. Eine Sie hat sie alle getötet. Was für eine Sie? Mia? Nee, wohl kaum Mia, oder doch? Okay, gehen wir jetzt auch mal hier lang. Okay, nur ein Weg, finde ich gut. Oh, alles ist gut.
Bisher gibt es echt nur einen Weg und das ist gut so. Hier komme ich weiter nach unten, oder? Will ich das? Ich muss wollen. Oh nee, ist auch so Glibbergedöns. Na klasse. Wo lang? Offen oder zu? Zu. Nicht relevant scheinbar. Oh nein, dieses schwarze Gedöns. Was? Wir sind wieder draußen? Also so gut wie, meine ich. Was haben wir denn hier? Da ist was. Crewliste. Captain Ed Charlie. Chefingenieur Paul Fitzgeralds. Erster Offizier Giovanni Finetti. Zweiter Offizier Clark C. Walsh. Mechaniker Dwayne Chalmers. Kommunikationstechniker Jim Stockman. Arzt Gerald Wardell. Okay, die Namen sagen mir jetzt alle nichts. Was haben wir hier? Oh Gott! Er muss sich vor etwas versteckt haben. Ja, das denke ich auch. Was? Sie ist nicht mein Kind. Was? Wer? Was? Und warum? Und was? Sie ist in mir. Sie ist in jedem. Ist nicht so gut. Oh Gott, noch ein armer Kerl. Hat sich bestimmt auch versteckt. Ich hoffe, er steht nicht gleich auf. Ist nichts drin. Das war eine Dusche. Oh, fucking shit. Von da kam ich, oder? Ich glaube ja. Oh, Spiel. Auf was bereitest du mich hier gerade vor? Ich bin wieder draußen. Was macht eine Couch hier? Kann ich die Schriftstücke lesen? Nee, kann ich nicht. Ich konnte gerade Mias Schuhe sehen, so ein Stück weit. Mias Schuhe. Ui, toll. Alles kaputt. Da! Ein LNG-Tanker. Annabelle. Gebaut. 1987. Tragfähigkeit 71.000... Was weiß ich, was das für eine Einheit ist? Was? Fast ein 290 Meter langes Schiff? Alter Schwede. Wie kommt das hierher? War so als Standardfrage. Oh nein. Oh nein. Beruhig dich, Kleines. Beruhig. Da! Da! Erinnerst du dich? Was? Was bist du? Oh, mein Herz. Oh mein Gott. Oh, Spiel. Die hat dieses Besatzungsmitglied zu diesem schwarzen Zeugs werden lassen. Wer ist das? Ist das auch ein Baker-Mitglied? Die Schwester von Lucas und das Kind von Jack und Margaret. Ich könnte es mir halt gerade vorstellen. Oh, Kack. Ja, aber Lucas ist auch immer noch irgendwo da draußen. Und die arme Zoe auch. Ich hoffe, ihr geht's gut. Den Umständen entsprechend. Wo gehe ich denn hin? Oh, shit. Hallo, Typ? Oh, nein, ich will nicht da rein, oder? Ich glaube, ich muss wollen. Gibt hier was? Nee, gut, dann gehe ich halt ganz schnell wieder raus. Du hast gesagt, wir können eine Familie sein. Wovon redest du da? Du hast gesagt! Warte! Bitte. Ich habe das Warten satt. Wer ist das? Da hinten bewegt sich... Oh Gott, da hinten bewegt sich was. Oh, verdammte Scheiße.
Mach die Tür zu! Mach sie zu! Da hat sich was bewegt. Das war wieder so ein vierbeiniges Ding, glaube ich. Wow, Kraut. Yay, Klassiker. Mm. Scheiße, verdammt. Kann ich das da reinmachen? Nö, scheiße. Ich brauche eine Sicherung, oder? Oh, shit. Hier war ich drin. Oh, scheiße. Da kam ich her. Was ist hier? Zumachen! Danke. Okay, ich brauche eine Sicherung. Flüssige! Ich kann mir Heilung machen damit. Maschinengewehrpatronen. Alter, Mia. Oh, was? Ja, super. Hm, toll. Spiel, was willst du von mir? Hier? Komme ich nicht rein. Super. Hier? Oh Gott, da ist wieder was. Zumachen! Oh nee. Oh Gott, da! Scheiße, 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 scheiße. Da ist nirgendwo was. Was? Ich habe eine Sicherung gefunden. Nein, raus! Shit, bums, fuck. Oh nein, da ist es. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, Mia. Bitte, jetzt ganz schnell. Ganz schnell das Ding da rein. Das da. Rein da. Oh Gott. Mach zu! Wir sind gerade weg da draußen. Ich denke, ich sollte mir so ein Heilteil machen. Puh. Aber Leute, wie es weitergeht, erfahren wir erst beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.